Willkommen bei Deine Kirche. Gedanken über Gott und die Welt. Ich möchte heute einsteigen mit ein paar Symbolen, mit denen ich den Schülern immer versuche zu erklären, wie unser Herz von Sünde rein werden kann. Sie denken jetzt vielleicht, was will er denn damit bei uns Erwachsenen? Aber Jesu Vergebung durch sein Blut ist so grundlegend und wichtig, das kann man gar nicht einfach genug erklären. Und wenn uns das klar wird, dann haben wir die Kraft, auch alle Forderungen und Herausforderungen unseres heutigen Predigttextes zu bewältigen. So sieht unser Leben ohne Gott aus. Und mit dem Bild meine ich jetzt nicht das Organ, das Blut durch unseren Körper pumpt, sondern die Ecke in unserem Leben, wo wir denken und fühlen, wo wir lieben und hassen können, wo wir Entscheidungen treffen und so weiter. Das Herz als Zentrale unseres Lebens. Wenn wir ohne Gott leben, dann sieht es in unserem Herzen dunkel und finster aus. Aus unserem Herz kommt alles Böse, negative Gedanken, Neid, Lügen. Jesus sagt, aus dem Herzen kommen böse Gedanken, die dann zu Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, Lüge und Verleumdung führen. Aberglauben, Lüge, Lügen, Neid, Gewalt, Stehlen und so weiter, all das und noch viel mehr kann aus unserem Herzen kommen. Und da haben wir das Problem. Mit so einem Herzen können wir nicht in den Himmel kommen. Niemals. Denn Gott ist rein und heilig. Da passen wir mit unserem sündigen Herzen nicht dazu. Und das tut Gott total weh, denn er hasst die Sünde, aber er liebt den Sünder. Gott will nicht, dass ein Mensch verloren geht. Gott will nicht, dass du verloren gehst. Das heißt, irgendwie muss dein Herz rein werden. Mit Wasser und Seife ist da allerdings nichts zu machen. Nein, kein Mensch kann sich selbst von seiner Schuld befreien. Und hier kommt Jesus ins Spiel. Jesus ist am Kreuz für deine Sünden gestorben. Für deinen Neid, für deine Ungeduld, für deine Lügen. Er möchte dir vergeben. Er möchte, dass du die Sünden in deinem Leben loswirst und dich davon abwendest. Das beginnt damit, dass dir deine Sünden leid tun und du sie bewusst bekennst. Zum Beispiel, indem du betest, Jesus, danke, dass du für mich gestorben bist. Bitte vergib mir meine Lügen und dass ich immer so schnell ausraste und dann der Streit losgeht. Ich will das nicht mehr tun. Schenke mir ein neues Leben, ein reines Herz. Ich möchte dir gehören. Und das Tolle, alles, wo du Jesus um Vergebung bittest, all das wird er dir vergeben. Denn mit seinem Sterben am Kreuz, mit seinem Blut hat er für deine Sünden bezahlt. Das rote Herz erinnert daran. Während du betest, hält er sein Versprechen, das in der Bibel steht. Das Blut, das sein Sohn Jesus Christus für uns vergossen hat, befreit uns von aller Schuld. Und plötzlich ist dein Herz ganz rein. Jesus macht dein Leben rein. So rein und neu, als hätte es noch nie eine Sünde gegeben. Heute will er das tun. Du kannst ihm heute noch alles sagen, was an Sünde in deinem Herzen ist. Denn dann sieht dein Leben in Gottes Augen gut aus. Und er wird in einem reinen Herzen leben wollen? Jesus. Wenn unser Herz rein ist, dann freut sich Jesus, darin zu wohnen. Willst du das? Dann sag's zu ihm. Jesus, komm du jetzt in mein Leben. Ich möchte dir gehören. So kannst du ihn in dein Leben aufnehmen. Dann ist Jesus immer bei dir und hilft dir so zu leben, wie es Gott gefällt. Und wenn neue Sünde kommt, wenn du trotzdem wieder ausrastest, dann kannst du sofort wieder zu Jesus kommen und ihn bitten, dein Herz reinzumachen.
Die Bibel verspricht, dass er das tut. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Es ist so einfach. Und doch schleppen einige von uns noch so ein schwarzes Herz voller Sünde rum. Lassen Sie sich's heute noch von Jesus reinwaschen. Machen wir es nicht kompliziert. Es ist so einfach bei Gott. Wir sollen werden wie die Kinder. Und nun möchte ich uns unseren Predigttext aus Hebräer 13 vorlesen. So starb auch Jesus außerhalb der Stadt, um durch sein Blut die Menschen von ihrer Schuld zu befreien. Lasst uns zu ihm hinausgehen und die Verachtung mittragen, die ihn getroffen hat. Denn auf dieser Erde gibt es keine Stadt, in der wir für immer zu Hause sein können. Sehnsüchtig warten wir auf die Stadt, die im Himmel für uns erbaut ist. Vers 12 haben wir, denke ich, jetzt verstanden, und es ist enorm wichtig. Und noch wichtiger natürlich ist, dass wir ihn unser Herz reinigen lassen. Und dann erst kommen die Verse 13 und 14. Erst wenn wir Jesu Liebe und Vergebung erlebt haben, wirklich erlebt haben, wie er unser schwarzes Herz ganz weiß gemacht hat, erst jetzt kann ich auch mein Kreuz aufnehmen und mit ihm leiden. Die Erfahrung seiner Erlösung macht mich bereit, aus der so lieb gewordenen Stadt hinauszugehen. Was bedeutet das, hinausgehen und die Verachtung mitzutragen? Ein Ausleger schreibt, das Christsein bedeutet den inneren Bruch mit der Welt. Das ist eine Tatsache, die Schmach, Leid und Anfechtung mit sich bringt. Denn hier wird der Lebensordnung der Welt die Lebensordnung der Gemeinde entgegengesetzt. Und hier gibt es keinen Ausgleich, sondern nur ein Nebeneinander oder in ernsten Entscheidungsstunden ein Wiedereinander. Da sagen dann die Leute zu dir, ach, das gibst du beim Finanzamt am besten gar nicht erst an. Oder, das macht doch jeder. Und hier fängt unser Leidensweg an, unser Kreuztragen. Denn wir sind ja auch nur Menschen. Wir hören in uns eine leise Stimme, die schreit, ans Kreuz gehen? Gekreuzigt werden? Das geht zu weit. Unsere Seele in uns sagt, ich bin zu allem bereit, ich würde alles tun, wenn ich nur weiterleben darf. Wir wollen unser Leben behalten. Und doch sagt Jesus, wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Der wird es finden. Aber unser Ego in uns sagt, das geht zu weit. Schone dich selbst, sei doch ein wenig barmherzig mit dir. Ist es dein Ernst, dass du dich gegen dich selbst und für Gott entscheidest? Und hier ist es nötig, sich gegen die Stimme des Ego zu entscheiden und mit Gott vorwärts zu kommen. Lasst uns zu ihm hinausgehen und die Verachtung mittragen. Warum? Weil es allein um Jesus geht. Wohin gehen wir? Hinaus zu Jesus, hinaus zu ihm. Da draußen begegnen wir dem, der unser Herz reinwaschen kann. Der uns Frieden ins Herz schenkt. Da draußen hängt der am Kreuz, bei dem allein wir unsere Sünden loswerden. Und wo wir schon so oft Vergebung erfahren haben.
Wir gehen ja nicht einfach nur hinaus. Wir gehen zu ihm. Und wir sind dort draußen bei ihm, bei Jesus. Und dafür lohnt sich's, diese innere Stimme der Seele, die das alte Leben will, zu ignorieren. Dafür lohnt sich's, uns gegen Unehrlichkeit und so weiter zu entscheiden. Denn auf dieser Erde gibt es keine Stadt, in der wir für immer zu Hause sein können. Sehnsüchtig warten wir auf die Stadt, die im Himmel für uns erbaut ist. Diesen letzten Aspekt unseres Predigttextes vergessen wir allzu leicht. Wir sind hier nur Gäste und Fremdlinge. Das passt uns oft genug nicht. Wir wollen dazugehören. Ich möchte jetzt keine Diskussion hervorrufen, was zur Welt gehört und was nicht. Das muss jeder für sich selbst mit Gott ausmachen. Aber ich will uns neu hinterfragen. Ist dir noch bewusst, wo du hingehörst? Weißt du noch, dass du vor die Stadt gehörst? Woran orientierst du dich? An der Stadt oder an dem, der vor der Stadt hängt? Orientierst du dich an dem, was man so macht, was alle machen? Oder orientierst du dich an Jesus? Es geht darum, dass wir unsere Maßstäbe wieder klar kriegen. Dass wir unsere Entscheidungen allein vor Jesus treffen und nicht unsere Seele treffen lassen. Denn die will sich nicht kreuzigen lassen. Wir müssen uns unseres Gaststatus wieder bewusst sein. Wir müssen uns unseres Gaststatus hier bewusst bleiben, damit wir uns nicht an irdische Dinge binden. Denn wenn Jesus wiederkommt, dann zeigt sich, woran unser Herz hängt. Ob unser Herz an ihm hängt oder an den Dingen dieses Lebens. Und sagen Sie nicht, das ist doch klar, das ist alles klar. Sagen Sie nicht, das ist ja klar. Wenn er ruft, lasse ich alles stehen und liegen. In Lukas 17 heißt es, wer sich dann gerade auf dem Dach seines Hauses aufhält, der soll nicht mehr ins Haus laufen, um seine Sachen zu holen. Wer auf dem Feld arbeitet, soll nicht mehr in sein Haus zurückkehren. Wer sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, der wird es für immer gewinnen. Und denken wir nur nicht, dass uns plötzlich die Wiederkunft Jesu total verändert, sodass wir plötzlich alles, was uns bisher lieb und teuer war, nicht mehr wichtig finden. Völlig losgelöst von unserem bisherigen Leben mit Jesus. Nein, in jenem Augenblick werden wir entdecken, an welchem Schatz unser Herz wirklich hing. Wenn Jesus selbst unser Schatz ist, werden wir nicht mehr zurückschauen. An unserem Zurückschauen entscheidet sich alles. Es passiert so leicht, dass unser Herz mehr von den Gaben Gottes als vom Geber. Und ich muss hinzufügen, mehr vom Werk Gottes als von Gott selbst eingenommen wird. Watchman Nee erzählt dazu ein Beispiel. Er sagt, ich bin gerade dabei, ein Buch zu schreiben. 8 Kapitel habe ich bereits fertiggestellt, 9 weitere muss ich noch schreiben, wofür ich mit allem Ernst vor dem Herrn stehe. Wenn mich nun der Herr ruft, komm herauf. Und meine Reaktion wäre, was geschieht dann aber mit meinem Buch? Dann könnte die Antwort durchaus lauten, gut, bleib unten und schreib es zu Ende. Die uns so wertvolle Aktivität unten im Haus kann schon ausreichen, uns festzuhalten und uns sozusagen am Erdboden festzunageln. Wir haben hier keine bleibende Stadt. Aber all das geht nur, wenn wir ihn suchen, wenn wir Jesus suchen, wenn wir unser Herz von Jesus reinigen lassen. Wir gehen nicht vor die Stadt, weil wir als Christen leben wollen. Wir gehen nicht vor die Stadt, weil das so recht ist, weil man das so macht als Christ oder so, sondern wir gehen vor die Stadt wegen Jesus, weil er dort draußen ist. Weil er unser Herz reingemacht hat und immer neu reinigt.
allein wegen Jesus. Amen. Some scared words before he came to this